Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Gango Vlog. Diese Woche ist es etwas speziell, ihr seht, ich bin nicht in Luzern, ich bin in Aeschlimatt. Und zwar bin ich diese Woche hier und mache mit einer Gruppe von Jugendlichen zusammen einen Film. Das findet im Rahmen des Filmprojekts Aeschlimatt statt, das ich seit ein paar Jahren durchführe. Das Projekt sieht so aus, dass eine Gruppe von Jugendlichen in ihrer Freizeit das Ziel hat, einen Film herzustellen. Und dabei machen sie vom Drehbuch über die Organisation hin zum Schauspiel und zu der Kamera alles selber mit der Hilfe von mir. Und was wir diese Woche so gemacht haben, das seht ihr jetzt. Hallo zusammen, ich bin Sela. Ich bin schon mit meinen Zähnen fertig, also auf dem Pausenplatz. Aber die anderen noch nicht. Und dann würde ich euch zeigen, wie das geht. Komm mit! Wir sind jetzt gerade auf dem Pausenplatz und drehen die ersten Szenen hier hinter einer drehen. Macht doch Spaß, oder? Ja. So, Leute zusammen. Es ist so, wir haben Pizza bestellt. Alle zusammen sind im Nachteil. Ja, wir reden nicht miteinander. Ja, Tochti. Und du da, der grösste Übertäter, hat den Nachteil gerade noch versteckt. Und hast nee. Es gesehen? Nein, ich habe mich noch nicht gesehen. Ich bin schon wieder. Ich kann euch nur sagen, dass wir es ist schon fast fertig, sagen wir mal so. Ich glaube, du hast den Überblick schon verloren, weil uns drei ist schon fast 12 Stunden lang. Let's go! Hallo zusammen, wir sind hier im Wald drin. Sven, unser Tonmann. Wir sind hier im Bauwald. Und ich bin gerade die Zähne drehen. Die Location aufgebaut. Jetzt die letzten Anweisungen, wer wo hocken muss, wer wo steht. Wer was sagt, haben wir vorne auch die ganze Probe. Ja, Opfer. Fertig und das freut mich für den heutigen Tag. Ja, viel Spaß dir noch. Hallo zusammen! Wir sind gerade wieder am Kampfszenenproben. Und zwar das mal mit Blut, also so richtig Kampf. Fest noch dran. Das sieht aus wie Zella am Kopf. Das am Anfang schon gewesen. Und jetzt Zella! Wir müssen nämlich ziemlich viel noch drehen, was im Dunkeln ist, und das können wir nicht bei Tag machen. Klar, wir können es verdecken, aber es geht nicht so gut. Es ist ja nicht so echt und wir machen eigentlich ein sehr gutes Filmerlebnis. Ja. Und dann nicht einfach nur so halbwatzig. Ja, weil wir haben schon ein Jahr haben wir investiert, und wenn das nicht gut kommt, dann sind wir ein bisschen traurig über das. Ja. Also wir gehen jetzt eben in Bühlwald durch. Und wir laufen und der Nicola und Nive, der heute auch da ist,
die fahren mit dem Auto und dem ganzen Material um. Ja. Nicola hat eine Weltklasse-Woche mit seinem Filmprojekt und was ich die Woche so gemacht habe. Die Woche war bei mir etwas spezieller. Ich war entweder an Sitzungen oder im Büro. Und habe diverse Sachen gemacht, unter anderem Material gewartet. Ich hatte einen Termin mit unserer Treuhänderin und wegen der Buchhaltung und Steuern ein paar Sachen angeschaut. Ich habe Fotos gemacht und die auf Facebook gestellt. Und zwar sind wir am Material verkaufen von Sachen, die wir nicht mehr brauchen. Wenn jemand Interesse hat, der Link ist in der Videobeschreibung, falls ihr Material kaufen wollt. Und ich war bei den El Impossible Roasters in Hor. Das ist ein Projekt, das am Laufen ist, wo Nika und ich euch bald weitere Infos werden geben und euch auf dem Laufenden halten. Ich hoffe, ihr habt auch eine gute Woche gehabt und wir sehen uns im nächsten Vlog in der nächsten Woche. Bis dann, eine gute Zeit!